So, ahoi und hallöchen, Puppüchen. Willkommen zurück zu einer neuen kleinen Aufnahmesession Until Dawn. Ich muss wieder zugestehen, ich habe die letzte Session beendet, ohne mich abzumelden und auf Wiedersehen zu sagen. Es tut mir auch sehr leid. Dafür eine Entschuldigung. Ich denke mal, ich will noch einen Part aufnehmen, dann mache ich es doch nicht. Und dann, ja. Es tut mir leid, es wird nicht wieder vorkommen. Aber wie gesagt, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Aufnahmesession, die dieses Mal wirklich schmal ausfallen wird. Ich glaube maximal 3 Parts. Ich habe eine echt schrecklich kurze Nacht hinter mir. Wir waren gestern noch auf einer Geburtstagsfeier und ich habe diese Nacht kaum bis gar nicht geschlafen. Bin dementsprechend platt. Heute will aber auf jeden Fall hier noch weitermachen. Okay, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Ja, und daher halt, also maximal 3 Parts und dann mache ich für heute auch Feierabend. Emily. Die sieht nicht gerade sehr glücklich aus im Moment. Wahrscheinlich, weil sie ihre Jacke kaputt gemacht hat. Die 600-Dollar-Jacke. Okay, ich muss mir gerade mal kurz überlegen. Wir sind mit Emily hier diesen Abhang runtergerutscht, den wir jetzt natürlich nicht mehr sehen können. Und hier unten liegen überall Knochen rum. Ich bin jetzt mit dem Handy hier. Ich weiß sowieso, dass mich gleich wieder irgend... Dass mich gleich wieder irgendetwas böse erschrecken wird. Ich habe bisher noch nicht den Controller fahren gelassen. Das blieb mir noch vergönnt. So. Jetzt müssen wir das hier aufbrechen. Und... Jawohl. Gut. Da oben sehe ich doch schon wieder was. Da liegt was. Da liegt doch auch was, oder? Nee. Oder? Doch. Da liegt eine kleine Kiste mit einem Foto. Juti, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Können wir das noch umdrehen? Ja, kann man noch. Auf der Rückseite, liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Louise. XX. Okay. Okidoki. Hier lag aber auf jeden Fall auch noch was. Oh, schräg. Wirklich schräg. Das können wir nicht aufheben. Das ist aber, das sieht doch aus wie so ein Helm von so einem Minenarbeiter, ne? Ja. Das ist ein Helm. Oh, hier ist überall alles am Blinken. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Nein, nicht klettern. Kannst du das nochmal abbrechen? Ich wollte doch nicht klettern. Klitter. Ach, scheiße. Okay, so. So kann ich es nicht abbrechen. Jetzt nochmal wieder zurück. Nee, so komme ich nur dahin. Aktuelles Ziel, finde einen Weg heraus. Okay. Ich kann doch scheinbar jetzt nur hier hochklettern. Nach rechts springen. Gut. Zur Leiter springen. Es ist
ist irgendwie immer zuerst die Kreistaste, glaube ich. Und danach die Vierecktaste. Und dann die Dreiecktaste. So, linke Stick klettern wir mal hoch. Ich glaube, ich bin heute durch den Schlafmangel noch etwas schreckhafter als sonst. Und daher könnte das eventuell witzig werden. So, hier gibt es scheinbar nichts. Wollen wir mal hier gerade alles angucken? Kann man auch wieder runterklettern? Nee, ne? Nee. Runter kommen wir nicht mehr. Oh, das ärgert mich, dass da unten jetzt noch Sachen lagen, die ich nicht mitgenommen habe. Den Daumen auf der Pause-Taste. Okay. Der ging so gerade eben noch. So, wir suchen natürlich nach unserem Freund Matt, der irgendwo hier... Ich weiß gar nicht, ob wir ihn hier wiederfinden, oder... Ob er jetzt weg ist? Das bricht doch hier gleich zusammen, oder? Das bricht doch gleich zusammen. Komm schon, verfluchte Scheiße! Oh, der Akku ist leer. Verfluchter Mist! Oh, oh. Okay. Der war auch noch relativ human. So, wer ist da oben? Mit dem Flammenwerfer. Oh, hier ist unsere Fackel. Aus der 600-Dollar-Jacke. Na gut, jetzt kommen wir an den Schalter ran. Oh mein Gott. Sehr schön. Endlich funktioniert mal was. Wie funktioniert aber jetzt alles? So, gut. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ich glaube... Hier ist eine Treppe. Okay. Hier ist noch eine Treppe. Ich habe schon gerade wieder... Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier in dieser Höhle noch was Schlimmes passieren wird. So, hier gibt es erstmal noch ein Totem. Das gucken wir uns gerade mal ganz kurz an. Gefahrentotem. Okay. Das war dieses hier. Es ist doch Mike, der irgendwo vorbeiläuft, wo etwas nach ihm greift, ne? Also, wenn wir gleich mit Mike unterwegs sind, nicht zu nah an irgendwelche Gitter gehen, wo jemand durchgreifen kann. Okay. Also bis... Hätte ich noch was? Ist jetzt, glaube ich, auch noch niemand gestorben, oder? Zurück, okay, da komme ich nicht hin. Was ist... Ja, ja, ist gut, Spiel. Ich habe es verstanden. Okay. Da kommen wir nicht hin. Dann gehen wir erstmal hier... Ich hier noch? Ein Stein. Sieht so aus wie so ein Affenkopf. Irgendwie. Warum auch immer ich jetzt auf Affenkopf komme. So. Wally.
Wobei das jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn Emily tot wäre. Ja. Ja. Na, das wird doch nichts, Mädchen. Okay, da kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht hoch. Da liegt noch etwas. Das gucken wir uns an. Oh, eine Brille. Hennas Brille. Und da. Da kommen wir jetzt. Okay. Das ist ganz genau ein Jahr her. Du weißt, Entdeckzeichen im Fels. Was soll das bloß? Da hat einer was. Kann sich das jetzt hier nochmal angucken? Zeichen im Fels. Okay, die eingeritzten Zeichen zeigen das Datum von Hannahs und Beths Verschwinden sowie eine Tagesstrichliste. Jemand war hier für lange Zeit noch am Leben. 2014. Steht hier. Hannahs kaputte Brille. In der Nähe eines steilen Abhangs zur Mine gefunden. Sie muss hier in der Nähe abgestürzt sein. Und die beiden sind doch nicht hier runtergefallen, oder? Und da liegt noch was? Mal nochmal schnell gucken. Ein Foto. Tattoo-Foto. Rückseite. 18.03.2013. Wann holst du dir deins, Beth? Smiley. Okay, Hannahs Tattoo. Ein Foto. Hier gibt es jetzt erstmal nichts mehr. Hier gibt es. Von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ja, klar, von hier sind wir gekommen. Ich bin gerade auch ein bisschen hier orientierungslos. So, da geht es nicht weiter, also geht es nur noch da oben lang. So, da, ach, das war das, wo wir gerade nicht dran gekommen sind, durch den Zaun, richtig? Ja. Oh Gott! Oh shit! Oh oh. What was this? What the fuck, hätte ich fast gesagt. Da rennt doch einer rum mit Flammenwerfer. Oder ein Drache. Könnte natürlich auch ein Drache sein. So, das heben wir mal auf. Beth, 2.2.14. Okay, jemand scheint ja ein Kreuz gemacht zu haben. Ja, alles klar. Jetzt wieder das Kreuz. Gut. Ja, nicht so gut, aber... Das haben wir auf jeden Fall schon mal. So, dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Kann man hier reingehen? Sieht fast so aus. Ja. Können wir an der Seite schieben. Ist das jetzt der reguläre Weg wieder oder ist das nur so ein Zwischen? Oh. Oh, das sieht aus wie ein... Ja. Oh, übel. Der Kopf von Beth. Beth, Biss. Oh Gott, Beth, nein! Oh Gott, ist das gruselig. Ich will nochmal hingehen, gucken. Aus.
Das sieht schon übel aus. Aber ich glaube hier, das wäre der reguläre Weg gewesen. Und hier wäre der Sackgassenweg gewesen. Dann gucken wir gerade einmal noch mal ganz kurz hier, was hier noch liegt. Ach, das war das Teil, was wir gerade nicht erreichen konnten. Ein Herzanhänger. Aha, geht auf. Sie war hier unten. To Hannah with love. Okay. Ein Geschenk von Beth wahrscheinlich. Gut. Also hier ist relativ viel Hinweiszeugs. Finden. Okay, da geht's zum... Da geht's zum Aufzug. So. Dann schnell die Tür aufmachen. Gut. Sollten wir eigentlich mit dem Aufzug auch nach oben fahren können, weil der Strom wäre gerade wieder eingeschaltet. Wo ist der Aufzug? Da. Schnell da rein. Man kann ja auch nicht rennen in diesem Spiel, ne? Kann nur gehen. Ja, ja, ja. Genau, ja. Oh, komm schon, jetzt mal! Nein! Oh, oh. Nicht bewegen. Kommt her. Time Events. Nein. Falsche Taste gedrückt. Okay. Verstecken. Mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich oh! hatte kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit passiert? Ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. All das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen, ich meine, der Scheiß war sauteuer. Und alles ohne Probe, nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch, der hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird.
Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser!